Guten Tag, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen erzählen, dass die Wissenschaft antidarwinistisch, antiatheistisch ist. Die Evolution ist ein Betrug in der Wissenschaft. Die Evolutionisten haben seit Jahren die Wissenschaft ausgenutzt, um Menschen zu täuschen. Allerdings ist die Wissenschaft ein Feind des Darwinismus. Die Wissenschaft lehnt den Atheismus ab. Die Wissenschaft ist antikommunistisch, antimarxistisch. Die Wissenschaft ist eine Struktur, die den Materialismus, Atheismus und Darwinismus zertrümmert. Die Wissenschaft hat den Darwinismus widerlegt. Durch die Wissenschaft hat die darwinistische Propaganda die größte Hauptlast übernommen. Die Wissenschaft hat die Evolution, die seit Jahren den Menschen suggeriert wurde, zunichte gemacht. Die Wissenschaft hat die Grundlagen der atheistischen Philosophie niedergerissen. Ganz egal, wo der Darwinismus an der Tagesordnung steht oder sich zeigt, wird sie durch die Wissenschaft zerstört. Genau deshalb ist die Wissenschaft einer der größten Trauer der Darwinisten. Weil die Wissenschaft bewies, dass Proteine niemals durch den Zufall entstehen können. Die außergewöhnliche Welt der Zelle und dass diese sich niemals evolutionistisch entwickelt, hat uns die Wissenschaft gezeigt. Die Wissenschaft hat uns gezeigt, dass 350 Millionen Fossilien keine Evolution durchgemacht haben. Die Wissenschaft zeigt uns die Komplexität der Lebewesen und dass diese komplexen Strukturen nicht durch die Evolution entstehen können. Die Wissenschaft erwies uns, dass Lebewesen zueinander nicht transformieren können. Die Fossilien des kambrischen Zeitalters hat uns die Wissenschaft zur Schau ausgestellt. Das alles bedeutet, dass die Wissenschaft alle Beweise zur Schau gestellt, um die Evolutionstheorie zu zerstören. Alle Behauptungen der Darwinisten wurden durch die Wissenschaft zertrümmert. Indem die Darwinisten sagen, Evolution ist Wissenschaft, versuchen die Darwinisten ihre Fälschungen zu vertuschen, doch die Wissenschaft zeigt ein überwältigendes Ergebnis. Die Wissenschaft dient nur der Religion, bietet Beweise für die Existenz Allahs, des Allmächtigen. Die Wissenschaft ist für diejenigen, die an Allah glauben. Die Wissenschaft bringt den tiefglaubenden Menschen Vorteile. Diese Wahrheit ist im 21. Jahrhundert zum Albtraum der Darwinisten geworden. Dazu möchte ich noch zwei Verse aus dem Koran vorlesen. Ich nehme Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Satan. Siehe, Allah scheut sich nicht, ein Gleichnis mit einer Mücke zu machen oder von etwas noch geringerem. Denn die Gläubigen wissen, dass es die Wahrheit von ihrem Herrn ist. Die Ungläubigen sprechen aber, was will Allah mit diesem Gleichnis? Viele führt er hierdurch irre, und viele leitet er hierdurch recht, doch irre führt er nur die Frevler. Ein anderer Vers. Ihr Menschen, ein Gleichnis ist für euch geprägt worden. So hört es. Siehe jene, die ihr neben Allah anruft, nie können sie jemals eine Fliege erschaffen, selbst wenn sie sich zusammentun. Und wenn ihnen die Fliege etwas raubte, könnten sie es ihr nicht wegnehmen. Schwach sind der Bittende und der Gebetene.